und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von mir. Nachdem wir vor circa 2 bis 3 Jahren schon den 2009er Let's Play haben, Let's Playen wir dieses Mal den 2010er, nämlich Yu-Gi-Oh! World Championship 2010 Reverse of Arcadia. Dieses Mal ist die Qualität, hoffe ich, ein bisschen besser als in dem letzten Let's Play. Und ja, dieses Mal ist es auch auf Deutsch. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt uns wieder verquatschen, ja, starten wir ins Spiel, komm. Wähle deine Landesflagge. Und die US-amerikanische Flagge ist schon voreingestellt. Das ist ja mal wieder sehr schön. Gut, ja, wenn ihr das letzte Let's Play gesehen habt, dann werdet ihr wissen, dass ich immer noch aus Bayern komme. Wähle dein Geschlecht. Weiblich. Nein, männlich. Gib deinen Namen ein. Im letzten Let's Play habe ich mich ja Kevin LP genannt. Das war der Grund, warum damals, also, ja, mein Name früher, mein Kanalname hieß damals anders. Der hieß damals Kevin Let's Play mit Z geschrieben. Und da habe ich mich kurz immer Kevin LP genannt. Allerdings gab es schon einen Let's Play, der den Namen schon hatte. Und ja, um das jetzt zu vermeiden, dass ich denselben Namen habe wie ein Kollege von mir, nenne ich mich jetzt Janka. Passt auch ziemlich gut zu Yu-Gi-Oh! Finde ich, weil die Hauptcharaktere in den Yu-Gi-Oh! Serien meistens auch ein Y an erster Stelle haben. Bedenke, dass der von dir eingegebene Name und andere Informationen öffentlich im Internet und auf der Rangliste eingesehen werden können. Ja, das ist für uns allerdings nicht relevant, weil wir nicht im Internet aktiv sind. Jedenfalls zum Spielen. Gut, hier können wir uns wieder unseren Charakter anpassen. Wie auch im letzten Let's Play. Ich suche jetzt hier mal, ja, was Cooles aus. Ich bin nicht so der Fan von so langen Frisuren. Ich glaube, ich nehme die klassische Frisur wie im letzten Let's Play. Ich weiß gar nicht, was das für ein Schnitt ist. Naja, Gesicht. Guten Tag, ich bin hier. Total gelangweilt. Oh, ich bin hellwach. Was glotzt denn so? Den mache ich fertig. Was? Wie spät ist es? Ja, ich habe verschlafen. Das ist so ein Yugi-Gesicht. Kommt mir irgendwie so vor. Die Welt ist so scheiße. Ich hasse jeden von euch. Ich bin ganz normal. Das ist dasselbe Gesicht wie vorhin, bloß ohne diese Schattierungen hier. Was ist los? Mir gefällt dieses Grinsen, muss ich zugeben. Ich glaube, na. Brillenträger. Dann haben wir hier so eine Skimütze. Sehr elegant. Ja, und jetzt sind wir hier wieder bei diesen indianischen Kriegsbemalungen hier. Boah, ich glaube, ich nehme das da. Das gefällt mir ziemlich gut. Ich weiß nicht warum. Ist halt einfach so. Gut, ist das okay? Ja. Speichere Daten. Schalte das System nicht aus. Das werden wir nicht machen. Okay. Ja, dieses Mal ist hoffentlich der Sound auch ein bisschen besser als im letzten Let's Play. Im letzten Let's Play musste ich ja damals die Musik komplett ändern, weil der Sound so dermaßen verbuggt war. Und ich hoffe, dieses Mal ist es nicht so. Und wenn doch, dann entschuldigt, dass ich jetzt vielleicht die Musik dann wechseln muss. Also viel Spaß beim Let's Play wünsche ich euch. Und los geht's. Mein Gott. He fell to the ground. Mist. Er ist schon ohnmächtig. Aha, das ist ja der Gefängnis, in dem wir schon... Oh! Okay. Oh, er ist verschwunden. Oh mein Gott. Okay. Oh. 3 Körper ohne Kopf. Super. Jemand um sein Leben. Oh, vor 2 Pixies oder was auch immer das für Leute sind. Und die rennen weg vor 2 Affen. Die einen Stab bei sich tragen. Okay. Und was...
Oh, Steintafeln. Wer hat die denn da jetzt auf einmal hinplatziert? Das ist aber seltsam. Aha, die freuen sich anscheinend. So, so. Und geht einfach. Warum helft ihr den Leuten nicht? Schon grausam. Aha, jetzt gehen sie zu einem Ritualkreis. Ahahaha. Böses Lachen. Und das ist der König der Affen. Der König der Affen. Hast du bereits Erfahrung mit Yu-Gi-Oh? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube... Verdammt, jetzt habe ich die Frage vergessen. Hast du Erfahrung mit Yu-Gi-Oh? Ist es, ne? Oder hast du keine Erfahrung mit Yu-Gi-Oh? Wenn ich dann ein Ja nehme, dann wird mir das Ganze nochmal erklärt, bestimmt. Ich mache jetzt mal auf Ja und vertraue darauf, dass er mir die richtige Frage gestellt hat. In dieser Welt findest du drei Arten von Duellen. Jedes wird anders durchgeführt. Wenn du die verschiedenen Stile meisterst, kannst du auch dein Talent als Duellant verbessern. Ich würde es gerne mit der Tastatur jetzt gerade weitermachen, aber ich muss es mit der Maus machen. Also tut mir leid, falls man hier jetzt unten die Maus sehen sollte. Ich spiele es an einem Computer. Das ist alles. Genieße deine Reise durch die Welt des 5Ds Story-Modus. Alles klärchen. Kapitel 1. Erwachen. Arcadia. Bewegung. Und ein Wald. Irgendjemand? Bitte. Kann mich irgendjemand helfen? Oder hören, was auch immer. Hier liegen wir. Seiya, im Körper des Testsubjekts ist eine Änderung aufgetreten. Was? Was ist es? Siehst du das? Wellenmuster. Das Subjekt kommuniziert wahrscheinlich mit der Welt der Geister. Wirklich? Dann sind unsere bisherigen Untersuchungen nicht alle umsonst gewesen. Gut, das genügt für heute. Es scheint an der Zeit zu sein, das hier für uns arbeiten zu lassen. Selbst wenn dieses Subjekt keine Psy-Kräfte einsetzen kann, haben wir einen brauchbaren Duellanten. Oh, das Subjekt hat die Augen geöffnet. Sobald unser Schützling laufen kann, bring ihn in seinen Raum. Aber achte darauf, dass niemand merkt, dass dieses Subjekt kein Psy-Duellant ist. Wenn das jemand herausfindet, könnte unser Geheimnis in die Öffentlichkeit geraten oder an die Öffentlichkeit. Was man übrigens groß schreibt. Die Öffentlichkeit ist eine Substantivierung. Egal. Jawohl. Jawohl. Mein Führer. Alles klar, hier ist so ein Treppenhaus. Einige Stunden später. Ah ja, jetzt bringt uns die freundliche Dame, wo ich den Namen jetzt gerade nicht gelesen habe, in unser Zimmer. Hier sind zwei andere Leute, okay. Seria ist sie, okay. Hallo Seria. Dies ist für heute dein Zimmer. Wenn irgendetwas unklar sein sollte, frag die beiden hier. Davon abgesehen, ist hier ein Deck, das du benutzen kannst. Sehr freundlich von dir. Das ist nämlich der Hauptpunkt in diesem Spiel. Decks. Du hast bereitgestelltes Deck bekommen. Ja, das ist nicht unser Eigentum, das ist leider nur unser Besitz. Das Deck ist schon geordnet. Achtet also darauf, die Karten nicht durcheinander zu bringen. Du wirst bald deine Anweisungen von Sei erhalten. Ihr zwei haltet euch auch besser bereit. Alles klärchen. Gut, dann stellen wir uns erstmal den zwei Leuten vor. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Okita. Wir kommen bestimmt prima miteinander aus. Wir sind selbst erst kurz hier. Da werden wir wohl nicht allzu viele deiner Fragen beantworten können. Hey, was geht's? Ich bin frisses Blut wie... Ich bin Liquid. Und wer bist du? Janka also. Na dann, schön dich am Haus zu haben. Ja. Was starrst du so ins All? Hast du da oben irgendetwas... Was hast du da oben irgendetwas laufen? Ich verstehe die Satzstellung jetzt nicht gerade. Aber ich habe ja auch schon im letzten Let's Play nicht so viel verstanden, da es auf Englisch damals war. Also gut, wie heißt der Typ da drüben? Ja, ganz recht, das ist Okita. In Ordnung. Und wo sind wir jetzt? Nun komm, reiß dich zusammen. Wir sind im Hauptquartier der Arcade-Bewegung, richtig? Also, gut, ruh dein Hirn aus.
bis wir Anweisungen erhalten. Sieh zu, dass du keinen Ärger machst. Ärger? Pff, ich doch nicht. Ja, das ist hier wieder so ein Speicherpunkt, an dem wir unseren Spielstand speichern können. Machen wir es einfach mal. Natürlich könnt ihr auch hier, da ich am Computer spiele, hier bequem hier am Emulator direkt speichern. So zum Beispiel. Aber ich werde trotzdem diese Punkte aufsuchen, damit es für euch Nintendo DS-Nutzer da draußen ja einen guten Hinweis gibt, wo die Punkte sind. Okay, wir sind jetzt ja wie gesagt in so einem, ja, in so einem Schlafzimmer, sag ich mal. Zwei Betten. Und wo ist mein Bett? Ich muss hier drauf schlafen, bestimmt. Was ist das? Zwei Betten in einem Zimmer für drei Personen. Das heißt, du schlafst wohl hier. Ja, habe ich doch gesagt. Okay, ja, hier sind zwei Fenster. IP zu. Rollladen sind zu. Haben wohl gerade ein Nickerchen gemacht, deswegen sind noch die Rollläden zu. Ja, sprechen wir mal mit dem Typen hier, wo ich den Namen hier nicht merken kann. Okita. Ja, diese ganzen japanischen Namen, die kann ich mir ja überhaupt nicht merken. Warten ist so langweilig, oder? Wie wär's mit einem Duell, um uns besser kennenzulernen oder so? Kennenzulernen oder so. Ja, warum nicht? Oh, Moment. Ich muss mal kurz. Die Zauber sind nicht erlaubt. Klar, wir wollen doch unser Zimmer nicht zerlegen, oder? Ach nicht? Hm. Obwohl ich nicht glaube, dass wir Anfänger so viel Schaden anrichten können. Und los geht's! Erstes Duell in diesem Let's Play. Kevin vs. Okita oder Yanka vs. Okita, was auch immer. Sein Deck heißt Geistheilung. Wir sind die Punkte, die sein Deck hat. Ja, man kann auch Elo dazu sagen. Stärke des Decks. 730 hat sein Deck an Stärke. Und wir haben eine Stärke von 0. Ja, diese Stärke erhöht sich, wenn man, soweit ich weiß, online aktiv ist. Da wir in diesem Let's Play, was ich vorhin schon erwähnt habe, nicht online aktiv sind, bleibt diese 0 leider bis zum Ende dieses Let's Plays bestehen. Okay, jetzt haben wir hier Sherry, Stein, Papier. Ich nehme jetzt mal Stein, auch wenn ich nicht so viel Wert darauf lege, Erster oder Zweiter zu sein. So, okay. Oh Mann, Entschuldigung, dass ich hier manchmal so jetzt da so Geräusche von mir gebe. Ja, okay, das, was hier neu ist an diesem Spiel im Vergleich zum Vorgängern, hier sieht man jetzt hier so ein riesig, ja, hier sieht man jetzt ganz gut verdeutlicht, welches Feld gerade ausgewählt ist. Im letzten Spiel, im 2009, hat man das nicht so gut erkannt, da war hier ja nur ein kleiner, leichte Umrandung. Und die Karten sehen jetzt viel kleiner aus, die sind jetzt nicht mehr so groß wie im 2009er. Okay, kontrollieren wir mal unser Blatt. Wir haben jetzt die Draw Phase, in der ziehen wir. Okay, wir haben ein Monster gezogen, können wir spielen, da es die Stufe 4 hat. Es ist vom Typ Maschine. Wenn diese Karte nochmal beschworen wird, kannst du einen Empfänger vom Typ Maschine von deinem Deck auf die Hand nehmen. Das ist gut, weil unser Deck spielt teilweise auf Synchros. Wir haben drei Synchro-Monster. Magischer Android mit 5 Sternen. Psy-Lebenstrancer mit 7 Sternen. Und Gedankenherrscher Erzunterwälder mit 8 Sternen. Ja, sind alles Psy-Monster. Also wir haben Psy-Monster 5, 7 und 8. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Ich spiele mein erstes Monster. Ich glaube, mit diesem Monster am Anfang sind wir ganz gut drauf. Denn wir kriegen dann ein Empfängermonster vom Typ Maschine auf die Hand. Kannst du einen. Okay, wir haben keinen Empfängermonster vom Typ Maschine. Wenn diese Karte normal beschworen wird, kannst du einen Empfänger vom Typ Maschine von deinem Deck auf die Hand nehmen. Während der Endphase. Was ist denn das für ein Deutsch? Dann müsste es während hier woanders da vorne sein. Egal. Naja, ist halt ein. Kein deutsches Spiel, daher gibt es schon ein paar Übersetzungsfehler. Gut, ich setze die drei verdeckte Karten jetzt. Mag kann sich vorstellen, die können wir benutzen, wenn unser Monster angegriffen werden sollte, was ich nicht vermute, denn unser Monster hat schon einen hohen Angriffswert. Das können wir benutzen, um den Gegner ein bisschen zu erneuern. Das reduziert die Lebenspunkte von dem Gegner um 500, wenn es mit einem gegnerischen Monster ausgerüstet wird. Außerdem kann das Monster nicht mehr angreifen. Und Fallenfalle können wir benutzen, um anzugreifen, und er dann eine Falle aktiviert, dann können wir die als Konter benutzen und seine Falle dann annullieren. So, Endphase.
Jetzt schauen wir mal. Achso, jetzt aktiviert sich erst der Effekt, okay. Ja, steht auch dran während der Endphase. Auch wenn es sehr, ja, schlechtes Deutsch ist. Wenn ich das im Deutschunterricht aufliefern würde, ich weiß nicht, wie meine Lehrerin darauf reagieren würde. Achso, ja, jetzt können wir die hier als Kette benutzen, da es ein Schnellzauber ist. Möchte ich allerdings nicht. Denn, ja, wir brauchen ein Monster auf dem Feld, sonst werden wir direkt angegriffen. Okay, Genex-Controller kriegen. Kontrolle kriegen wir jetzt auf die Hand. Den nehmen wir uns auch gleich sofort. Denn das ist ein Empfängermonster. Damit können wir eine Synchro später durchführen. Und uns eins der weißen Monster hier aus dem Extra-Deck holen. Natürlich können wir auch Krebons benutzen. Das ist auch ein Empfängermonster. Okay, er spielt Quelle der Wiedergeburt. Erhöht dein Lebenspunkt um 500 Punkte jedes Mal, wenn Monster vom Spielfeld auf die Hand ihrer Besitzer zurückgegeben werden. Gut, was können wir hier machen? Möchte ich hier eine Kette aktivieren? Nee, muss eigentlich nicht sein. Okay, ja. Er erhöht seine Lebenspunkte um 800. Ich wollte schon 500 gerade aussprechen. Ja, gut, das ist eine typische Zauberkarte, um die Lebenspunkte zu erhöhen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Und er hat sogar zwei gleich am Anfang gezogen. Okay, das sieht man auch nicht alle Tage. Ich habe seine Lebenspunkte auf 9600 erhöht. Das wird schwer werden, seine Lebenspunkte auf 0 zu bringen, wenn er seine Lebenspunkte immer erhöht. Naja, aber wir werden schon einen Weg finden. Okay, er hat ein verdecktes Monster gesetzt, das ist gut. Jetzt für ihn zumindest. Jetzt kriegt er keinen Kampfschaden, wenn wir sein Monster jetzt zerstören sollten. Jetzt haben wir die Psy-Schnecke gezogen. Das Monster kann während jeder Battle-Phase zweimal angreifen. Das klingt doch ziemlich gut. Ich könnte mit der Psy-Schnecke sein Monster zerstören und ihn dann nochmal mit der Psy-Schnecke und mit diesem Monster direkt angreifen. Achso, aber ich muss vorher noch 800 Lebenspunkte zahlen. Dass du kontrollierst während... Ja, genau. Ich hab's mir jetzt mal ganz schnell durchgelesen. Ah, okay, du kannst 800... Jetzt habe ich nicht die Battle-Phase aktiviert, okay. Dann greifen wir mal sein Monster an, und zwar mit... mit Genex-Neutron, denn der hat 1800. Damit würden wir ihn mehr schaden, wenn wir ihn dann mit der Psy-Schnecke angreifen, denn die Psy-Schnecke hat noch mehr. Wenn wir ihn andersrum angreifen würden, würde er 100 Punkte weniger verlieren, als wenn wir ihn jetzt so angreifen wie ich. Okay, das war jetzt total schwer formuliert, aber egal, ich erkläre es nochmal. Also, wenn wir mit dem angreifen, können wir ihn später 1900 direkten Schaden machen. Wenn wir mit der Psy-Schnecke allerdings zuerst angreifen und sein Monster zerstören, dann würden wir ihn statt 1900 Punkte nur 1800 Punkte abziehen. Also machen wir dadurch 100 Punkte mehr Schaden. Also man sieht hier an diesem Beispiel, es kann wichtig sein, richtig mit dem richtigen Monster anzugreifen. Ja, jetzt kriegt er seinen Effekt. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du 800 Punkte zahlen, um deiner Hand ein Monster von Typ C deinem Deck hinzuzufügen. Okay, er zahlt die 800 und holt sich ein Psy-Monster auf die Hand. Telekinesischer Schocker. Falls ein Monster vom Typ Psy zerstört werden würde, kannst du stattdessen 500 Lebenspunkte zahlen und diese Karte zerstören. Ja, die ist ziemlich gut, um seine Psy-Monster zu protecten. Wie auch das Marshmallow-Symbol. Okay, und jetzt greifen wir ihn direkt an. Ich hoffe, es geht zweimal. Müsste eigentlich schon sein, weil... das sagt ja der Kartenname. So, jetzt machen wir den Gegner zur Schnecke. Pupa, boom. Okay, habe ich mir schon gedacht. Man kann nur einmal angreifen. Das Monster kann während der jeder Battlephase zweimal angreifen. Moment. Ah, wir brauchen ein anderes Monster vom Typ C auf dem Spielfeld. Außer dieses Monster hier. Das heißt, hätten wir ein anderes Monster vom Typ C, könnten wir jetzt noch mehr angreifen. Allerdings ist dieses Monster hier ein Maschinenmonster, deswegen... können wir jetzt nur mit dem einmal angreifen. Okay, das reicht auch schon fürs Erste. Jetzt haben wir seine Lebenspunkte wieder dezimiert, die er sich vorhin, ja, hinzugefügt hat. Und in der nächsten Runde möchte ich eine Synchro-Beschwörung machen.
Dimensionskapsel. Mist, ich habe jetzt nicht die Taste für umblättern. Also sorry, ich kann jetzt momentan hier nicht umblättern, aber im nächsten Part wird sich das ändern. Dann werde ich meine Einstellung konfigurieren. Wähle eine Karte von deinem Deck und entferne sie während und normal. Mann, ich bin hier aber auch verpeilt hier. Na gut, ich habe gute 10 Monate keine Let's Plays mehr aufgenommen, deswegen bin ich jetzt auch schon ein bisschen verpeilt und achte auf meine Aussprache, mein Gott, okay. Wähle eine Karte aus dem Deck und entferne sie verdeckt aus dem Spiel. Während deiner zweiten Standby-Phase nach der Aktivierung zerstöre diese Karte und füge die aus dem Spiel entfernten Karte deiner Hand hinzu. Klingt ziemlich gut, um sich Exodia-Teile auf die Hand zu holen. Allerdings hat er kein Exodia-Deck. Die benutzt er nur, um sich die besten Karten auf die Hand zu holen. Diese Karte hat auch allerdings einen Haken, denn wenn diese Karte durch mystische Raumtaifun zerstört wird, dann ja, ist die beste Karte vom Deck entfernt oder verbannt worden. Man sagt ja heutzutage verbannt zu aus dem Spiel entfernten Karten, was ich ziemlich Blödsinn finde. Ich sag deswegen aus dem Spiel entfernen in diesem Let's Play, weil ich es mir so angewohnt habe. Es fällt mir jetzt schwer, jetzt umzuschreiben, also darauf jetzt umzusteigen, wenn ich dann, ja, wenn ich dann jetzt auf einmal verbannen sagen muss, das klingt ein bisschen komisch. Okay, jetzt haben wir ein Empfängermonster, jetzt können wir eine Synchro-Beschwörung machen. Wir können uns ein 7-Sterne-Monster holen, werde ich auch machen. Gut, das Monster ist kein Psi-Monster, das ist auch kein Psi-Monster, das heißt, die Psi-Schnecke könnte immer noch einmal angreifen, also rentiert sich das schon. Die Psi-Schnecke möchte ich noch auf dem Feld haben. So, ich lege jetzt die 2 auf den Friedhof und führe eine Synchro-Beschwörung durch. Okay. Jetzt haben wir ein Monster mit 2400 Angriffspunkten, das ist schon ziemlich ordentlich. Und wir haben Albtraumat und 2 Verdeckte noch. Wakaisi Vorstimmen haben wir auch noch, falls irgendwas Unerwartetes kommen sollte, so jetzt greifen wir an. Jawohl, Lebensforce ist ein Psi-Monster. Das heißt, wir können mit der Psi-Schnecke dieses Mal 2-mal angreifen. Ich werde jetzt mit der Psi-Schnecke sein Monster zerstören und ihn dann mit dem Psi-Lebensforce und mit dem zweiten Angriff von der Psi-Schnecke direkt angreifen. Ja, dieses Monster ist ziemlich nutzlos, denn es ist ein Normalmonster und hat nicht so besonders starke Werte. Angriffswert ist nicht besonders hoch und Verteidigungswert auch nicht. Und warum können wir jetzt dieses Mal... Ich muss vorher 800 Punkte Lebenspunkte zahlen. Okay, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Man muss vorher 800 Punkte opfern, damit man diesen Effekt benutzen kann. Okay, a game wird learned. So, jetzt aber greifen wir ihn mit unserem Psycho-Monster direkt an. Oder mit unserem Psi-Monster. Psi-Monster, Psycho, Psi, Psi. Ist ja fast dasselbe. So, Endphase. Für uns läuft es ziemlich gut. Wir haben ihn schon, ja, seine Lebenspunkte fast zur Hälfte ausgelöscht. Jetzt erhöht er seine Lebenspunkte wieder. Oh nein! Um 500 Punkte! Bitte nicht! Oh, er lächelt. Er will uns nerven. Hey, guck da mal, ich habe meine Lebenspunkte erhöht. Na, was ist jetzt? Mach doch was. Okay, er setzt eine Verdeckte und macht sonst nichts. Ihm sind die Handkarten ausgegangen, denn er hat nur noch eine. Ist wahrscheinlich kein riesig starkes Monster. Okay, dann aktiviere ich jetzt den Effekt von Psi-Schnecke und mache ihn gleich zur Schnecke. Ich glaube, den Witz hatte ich schon. So, dann will ich... Ich weiß nicht. Hä? Monster... Wat? Ich verstehe den Effekt jetzt nicht ganz. Das Monster kann während... okay. Achso, dieses Monster kann jetzt 2-mal angreifen. Dafür unsere Psi-Schnecke jetzt nicht mehr. Man kann also den Angriff, den die Psi-Schnecke hat, auf ein anderes Monster übertragen, sag ich mal. So, jetzt spiele ich mystische Tomate. Wenn die Karte zerstört wird, kriegen wir ein fistes Monster mit 1500 Angriffspunkte von unserem Deck spezial beschwört aufs Spielfeld. Ziemlich gut, um, ja, dauernd Monster auf dem Feld zu haben. Gut, dann greife ich ihn. Ja, ich glaube, das reicht schon. 1400 müssen schon reichen, um sein Monster zu killen. Und wenn nicht, dann haben wir immer noch die hier. Finsteres Kaninchen. Dann mache ich jetzt folgendes. Ich benutze meinen Schnellzauber und gebe ihn meiner mystischen Tomate.
Dadurch erhöht sich der Angriff von unserer mystischen Tomate und wir kriegen sein Monster trotzdem klein. Was will er überhaupt mit Häschen? Ist er nicht ein bisschen alt, zu alt dafür? So, jetzt er. Hier, weil du mit Häschen noch spielst. Mit deinen, wie alt bist du? Ich schätze so 19, 20 so rum. Und jetzt kommt der zweite Angriff, den wir von der Psy-Schnecke noch bekommen haben. Okay, jetzt hat er nur noch 200 Punkte. Die können wir ihn leicht mit unserer Falle abziehen, denn diese Falle fügt dem Gegner 500 Punkte Direktschaden zu. Allerdings müssen wir warten, bis er ein Monster auf dem Spielfeld hat, damit wir die einsetzen können. So, er hat nur noch zwei Karten. Okay, jetzt kriegt er eine dritte hinzu, wegen seiner Dimensionskapsel. Jetzt hat er drei Karten. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Er spielt bestimmt ein Monster. Und wenn nicht, dann greifen wir ihn einfach direkt an. Dann haben wir das auch gewonnen. Okay, er spielt ein Monster. Verdeckt. Und jetzt benutze ich in der Endphase seines Zuges unsere Falle. Okay, und jetzt müssten wir ihn damit erledigen können. So, diese Falle fügt ihm jetzt 500 Schaden zu. Er hat nur noch 200, das heißt, Game over. Auch nicht so besonders schwer, das ist ein sehr leichter Gegner. Gut, wir kriegen unsere ersten DPs. DPs brauchen wir, um später uns neue Karten zu kaufen. Wir haben schon 1500 DPs am Anfang gehabt. Das kriegen wir 457 weitere hinzu. Diese grünen eingefärbten Sachen, die hier stehen, das sind Boni, die wir erstmals bekommen. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Spiel zum ersten Mal eine Synchro-Beschwörung durchgeführt. Deswegen kriegen wir einen Synchro-Beschwörungsbonus von 5 DPs. Und wir haben als erstes in diesem, als erstes Spiel in diesem Duell Schaden gemacht. Also First Blood, kann man so sagen. Deswegen kriegen wir 18 weitere DPs hinzu. Und ja, das sind noch andere Bonis, neuer Bonus. Bonus, Bonus, was? Bonus, Bonus? Bonus auf den Bonus. Also das ist ein Bonus, weil man einen Bonus bekommt. Also ein Bonus-Bonus, wenn man so will. Dann ein Duellanten-Bonus, den bekommt man, ich glaube, das ist abhängig davon, wie gut der Gegner ist, und der Siegesbonus, wenn man gewonnen hat. Seltsame Musik. Du bist erstaunlich. Ich muss mich wohl noch härter mit dem Training widmen, so wie du. Ist das alles, was du drauf hast? Ich zeig dir mal, wie man das macht. Oh, Seiya. Der Boss. Zieh Duellanten nur zu. Die Entscheidung über die nächste Operation unserer Arcadia-Bewegung ist gefallen. Unser Ziel ist die Veranstaltung des Sicherheitsdienstes der Fortune Cup. Anscheinend wird eine große Zahl von Duellanten mit erstaunlichen Fähigkeiten daran teilnehmen. Sicherheitsdienst. Ich kann dir doch nicht unbeaufsichtigt ihren Geschäften nachgehen lassen, oder? Akiza, komm her! Das ist Akiza Inzinski. Sie wurde eingeladen, am Fortune Cup teilzunehmen. Ihr drei sollt den hinteren Teil der Veranstaltungshalle ausspionieren und sie unterstützen. Allerdings scheint es, als hättet ihr noch nicht genügend Macht, ein Psy-Duell mit eurem Willen zu lenken. Ihr drei werdet zusammenarbeiten müssen, betrachtet es als Feldübung. Akiza, sorge dafür, dass die anderen Kontrahenten deine wahre Macht zu spüren bekommen. Jawohl, alles wird nach deinem Wunsch geschehen, Seiya. Gut, ihr drei macht, dass ihr zum Turnier kommt. Enttäuscht mich nicht. Okay, das war's auch fürs Erste. Ich werde jetzt meinen Spielstand speichern. Und dann schauen wir im nächsten Part beim Fortune Cup vorbei. Bis dahin. Bis zum nächsten Part, ne? Und so, bis dahin, was soll ich kann den abschließen? Ja, bis dahin, viel Spaß euch noch auf YouTube und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also, ciao.